Moin Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Gebewesen richtig reinigt und pflegt. Bevor wir mit der Reinigung anfangen, können wir vielleicht mal die Frage klären, warum sollte man eigentlich eine GBB eigentlich fetten und pflegen? Im Internet und besonders im AstroZ gibt es tausende Beiträge, die sagen, ich habe meine GBB noch nie gefettet, sie läuft immer noch einwandfrei. Ich vergleiche eine GBB gerne mit einem Motor. Wenn man eine GBB nicht regelmäßig reinigt und neu fettet, ist es genauso wie, als würde man einem Motor nicht regelmäßig das Öl nachkippen. Irgendwann gibt es kein Öl mehr und der Motor ist im Arsch. Das gleiche gilt hier auch bei GBBs. Wenn wir hier kein Öl nachkippen, sind diese ziemlich schnell im Eimer. Das Öl ist quasi hier das richtige Fetten und die richtige Pflege. Wie oft sollte man jetzt GBBs reinigen? Ja, es hängt von eurem Alter der GBBs ab. Wenn ihr eine Waffe ziemlich neu gekauft habt, dann reicht es, wenn ihr das immer nach dem Spiel macht. Wenn eure GBB älter wird, solltet ihr das vielleicht vorm Spiel machen und nach dem Spiel. Wenn ihr nicht regelmäßig fettet und pflegt, enden eure GBBs quasi genau wie hier meine WE Glock 19. Wie ihr seht, die ist ziemlich ramponiert und läuft nicht mehr wirklich rund. Und wie ihr das wendet, das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch das Fetten anhand einer VFC Glock 17 Gen 5. Dieses Verfahren könnt ihr aber auch alle GBBs anwenden, sei es jetzt Pistole oder Langwaffe. Wir brauchen zum einen die Waffe, die ihr fetten wollt. Dann brauchen wir für die ganzen Gummidichtungen Silikon. Ich nutze es hier mal gerne Silikon-Spray von Protec Gun. Ihr könnt auch Silikon-Fett benutzen. Jedoch empfehle ich mehr das Spray, da dieses einfach besser in die Ritzen vordringen könnt. Das Fett funktioniert genauso gut, jedoch müsst ihr dann halt manuell diese Ritzen quasi damit bearbeiten. Das Spray macht das von alleine, deswegen empfehle ich das Spray. Für die Metallparts, wo die Reibung quasi entsteht, nutze ich normales Ballistol. Und im Winter nutze ich gerne von Protec PTFE-Öl, das ersetzt quasi das Ballistol, jedoch nur im Winter. Warum PTFE-Öl? Hier sind Teflonpartikel drin und die sorgen dafür quasi, dass es besser schmiert, quasi bei extremen Temperaturen, bei extremer Kälte oder bei extremer Hitze. Bei Ballistol ist es so, dass dieses bei unter 0 Grad, aber sonst auch wenn wir mit der GBB schießen, das wird ja auch alles ziemlich kalt, dass dann einfach die Schmierung nachlässt. Bei dem PTFE-Öl und mit den Teflonpartikeln, diese verhindern das quasi und ihr habt quasi eine längere, bei solchen Temperaturen eine längere Schmierung. Im Sommer macht das wenig Sinn, es macht da keinen Vorteil, es ist nur wesentlich teurer. Von daher im Frühling, Sommer und Herbst Ballistol, Winter PTFE-Öl, wenn ihr eure GBBs im Winter spielen könnt. Hängt von der GBB ab. Gleich zum Testen nutze ich noch Gas. Welches Gas ihr nehmt, ist scheißegal. Ihr braucht gleich noch Papier. Ich nutze jetzt hier normale Taschentücher. Ihr könnt aber auch Küchenrolle oder Klopapier nehmen. Achtet darauf, dass besonders bei Küchenrollen, dass die nicht zu rau sind. Ansonsten könnt ihr Kratzer reinmachen. Und Wattstäbchen. Einfach ein paar hinschmeißen und gut ist. Ja, das war's auch schon. Das hier ist alles, was ihr braucht. Eure Waffe, die ihr pflegen wollt. Silikonspray. Ballistol. Wahlweise im Winter PTFE-Öl. Auch als Spray, Wattestäbchen und Taschentücher bzw. Klopapier oder Küchenrolle. Das war's. Fangen wir an. Und zwar nehmen wir als allererstes das Magazin aus der Waffe, denn damit fangen wir an. Mit einer regelmäßigen Pflege des Magazins werden diese Magazine nicht so schnell undicht und ihr könnt euch quasi das mühsame Abdichten und neue Dichtungen kaufen ersparen. Als allererstes prüfen wir, ob wir noch Gas im Magazin haben. Dazu drücken wir mit dem Finger vorsichtig auf das Auslassventil. Wenn wir Druck merken, ist noch Gas drin. Das ist bei mir der Fall. Die Öffnung, wo das Gas rauskommt, zeigt weg von euch. Und dann in kleinen Stößen das Gas ablassen. Jetzt haben wir quasi kein Gas mehr im Magazin. Wenn wir noch das Auslassventil durchdrücken, da kommt nichts mehr. Wir nehmen jetzt unser Silikonspray. Zoomen wir ein bisschen ran, damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Wir nehmen unser Silikonspray und sprühen jetzt auf das Auslassventil. Kurz jetzt nicht drauf, das macht nicht Sinn, sondern so leicht daneben. Ganz bisschen. Damit quasi das Silikon an die Dichtung kommt beim Auslassventil. Wir können auch ruhig hier mehrmals noch drauf drücken. Und dann müsste gleich so eine Art Schmatzen kommen. Ich glaube, das kann die Kamera leider jetzt nicht auffangen, dieses Geräusch, oder? Wenn ihr so ein Schmatzen hört, dann wisst ihr, okay, hier ist genügend Silikon drauf. Das gleiche machen wir bei der oberen Dichtung. Gucken, dass ihr es schön sehen könnt. So. Auch hier, ich sprühe meistens etwas drauf und verteile es dann mit dem Finger. Und dann drücken wir das Auslassventil nochmal durch.
und sprühen etwas in die Dichtung rein. Jetzt haben wir quasi die beiden Stellen, wo das Magazin am häufigsten undicht wird, quasi neu gefettet und die Chance, dass das Magazin jetzt undicht wird, ist wesentlich geringer. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die unteren Dichtungen, die sich hier unten befinden, pflegen könnt, ich verlinke euch unter dem Video, dort habe ich das auch nochmal erklärt. Weil dies müsst ihr jetzt nicht bei der einzelnen Reinigung machen, weil diese selten undicht werden. So, wir haben jetzt das Silikon hier drin und jetzt müssen wir noch etwas Gegendruck machen für die Ventile, damit diese nicht undicht werden. Dazu nehmen wir jetzt unser Gas. Welches Gas nehmt, ist vollkommen egal. Und wir befüllen dies jetzt etwas anders. Normalerweise machen wir es so, dass wir beides umdrehen, damit flüssiges Gas noch ins Magazin kommt und wir quasi mehr Gas bekommen. Das macht wenig Sinn, denn wir brauchen nur den Gegendruck des Gases. Das heißt, wir drehen quasi beides um und füllen das Magazin quasi von oben. Das geht wesentlich schneller, wie ihr merken könnt. Und das war's. Was haben wir gerade gemacht? Wir haben quasi jetzt nur noch gasförmiges Gas im Magazin für den Gegendruck. Flüssiges Gas brauchen wir nicht. Somit haben wir quasi ein bisschen Gas gespart. Denn dieses Gas jetzt im Magazin ist stark silikonhaltig. Wenn ihr damit quasi schießt, dann werdet ihr eure Waffe einsauen. Also wenn ihr quasi spielen wollt, solltet ihr das Gas voll ablassen und dann quasi frisches Gas reinmachen. Dieses Magazin ist quasi, ich nenne es mal im Pflegemodus, und ihr könnt das jetzt quasi ins Regal legen und das wird nicht undicht werden. So, das Magazin ist fertig. Wir legen es beiseite und kommen jetzt zur Waffe. Dazu müssen wir einen Schlitten nehmen, wir spannen die Waffe und entfernen den Schlitten. So, ich fange jetzt mal mit dem Schlitten an. Wir nehmen jetzt unser Taschentuch oder Küchenrolle oder Klopapier, das ist egal. Und wir reinigen quasi alle Öl- und Schmutzstände. Das heißt, wir machen quasi die ganze Waffe trocken. Zoomen wir ein bisschen rein, damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Gucken, müsst ihr auch so ein leichtes Schimmer noch sehen, dass das restliche Öl, was noch da ist, und dieses entfernen wir einmal komplett. Mit dem Taschentuch gehen wir erstmal so grob drüber und mit den Wattestäbchen können wir nachher in die Ritzen gehen. Jetzt nehmen wir unser Wattestäbchen und gehen damit schön in die Ritzen rein und entfernen auch dort das restliche Öl. Warum entfernen wir gerade das restliche Öl, falls vielleicht der ein oder andere, ja, wie auch im Wattestäbchen sehen könnt, ist dies ziemlich dreckig. Also in dem Öl verfängt sich sehr leicht Dreck, Schmutz, Sand beispielsweise, aber auch Metallspäne. Wenn wir jetzt hier den Schlitten, wir haben hier einen Kontakt Metall auf Metall und wenn wir damit immer häufig reiben, wird halt, kommt halt Abrieb vom Metall und dieser Abrieb sammelt sich dann quasi mit dem Öl und wirkt quasi nachher wie dieser Sandeffekt mit Schmirgelpapier. Also wenn ihr dann quasi, das kann man bei meiner alten Glocke sehen, da habe ich nämlich viel zu wenig gereinigt, dort ist das passiert. Ihr seht, hier ist alles weiß bzw. silberfarbig. Das waren quasi die Metallspäne, die wie Schmirgelpapier gewirkt haben und alles kaputt gemacht haben. Hier bringt auch eine neue Reinigung gar nichts mehr, diese ist hinüber. Und dies verhindern wir halt, wenn wir das alte Öl entfernen und neues machen, denn damit nehmen wir quasi die Schmutzreste und diesen Schmirgelpapiereffekt nehmen wir quasi raus. Die Ritzen nicht vergessen. Auch wenn man da ziemlich schwer rankommt, diese müssen auch trocken gelegt werden. Manche Leute empfehlen jetzt auch hier Waffenreiniger. Da muss ich ja sagen, das ist komplett Overkill, das braucht man nicht. Denn Waffenreiniger ist dafür da, um Pulverrückstände wegzumachen. Das haben wir jedoch im Airsoft nicht. Und ich sag mal, schwere Dreckreste, die sich festgefressen haben und man so einen Reiniger braucht, dann macht ihr generell was falsch, dann müsst ihr einfach nur häufiger reinigen, denn der Dreck, den ihr habt, ist quasi mit dem Öl vermischt ganz locker drauf. Den kann man so abstreichen, wie ihr hier sehen könnt. Von daher, Waffenreiniger, das ist komplett Overkill, das braucht ihr nicht. So, der Schlitten ist jetzt trocken, das gleiche mache ich jetzt beim Griffstück. Das erspare ich euch jedoch kurz und wir kommen sofort zum nächsten Schritt. Okay, ich habe jetzt beides gereinigt und wie ihr sehen könnt, haben wir hier keinen Spiegel des Öls mehr. Jetzt kommt quasi das neue Fetten. Dazu nehmen wir einmal ein gebrauchtes Taschentuch und legen es auf den Tisch, damit nicht der Tisch noch weiter versaut wird. Und jetzt nehmen wir quasi ein neues Wattestäbchen, ein sauberes, nehmen unser Ballistol und sprühen damit eine Hälfte an vorne. So. Und wir gehen jetzt quasi die Kontaktstellen des Schlittens ab. Das ist bei der Glock an dieser Seite.
Ich gehe auch immer noch in die Aussparung, wo der Schlittenfang reingeht, denn dann haben wir dort auch weniger Verschleiß, beziehungsweise es bleibt länger schwarz. Nicht vergessen, auch in die Ritzen, wo der Schlitten quasi langläuft, muss Ballistol rein. So. Die Seite ist jetzt schon zu trocken, dann nehmen wir jetzt mal die andere Seite. So. Bei diesem Vorgang sollte euer Wattestäbchen nicht schwarz werden. Also eine leichte Verfärbung nach Grau ist okay, aber sobald ihr wirklich dunkle Rückstände habt, müsst ihr nochmal neu reinigen. So, das gleiche machen wir von der anderen Seite. Die Kontaktstellen Schlittens abgehen. In den Schlittenfang packen wir auch noch etwas rein. Bei der Glocke ist es so, dass wir hier vorne beim Nozzle haben wir ebenfalls Kontaktstellen mit dem Griffstück, deswegen kommt dort auch noch etwas hin. Jedoch nicht aufs Nozzle, das ist unnötig. Und auch nicht hier unten in diese Aufsparung mit der Schraube, da brauchen wir auch nichts. So, ich packe jetzt noch etwas auf die Hopperkühne drauf, auf die Unterseite, weil ich hier immer quasi rankomme, wenn ich den Schlitten abnehme. Da ist quasi die Sperre hier drin. So, und das war's. Wir müssen nicht weiter nach vorne gehen mit der Schmiere. Hier vorne brauchen wir nicht fetten, wie ihr sehen könnt, da hier der Schlitten quasi nur drüber gleitet und nicht wirklich aufliegt. Des Weiteren ist es so, dass wir jetzt beim Griffstück, wenn wir diese Stellen hier fetten, dass wir automatisch diese Stellen, dass die auch Öl abbekommen. Wir brauchen jetzt hier keine extra Ölschicht machen, weil halt hier, wie gesagt, der liegt da nicht auf, der gleitet nur etwas drüber. Hinten ist der größte Kontakt, noch der größte Abrieb, nicht hier vorne. Ich nehme jetzt noch etwas Ballistol und packe das auf die Feder, nicht viel, einfach nur ein bisschen lang streichen, damit die nicht so, ja, ich nenne es mal knatscht nachher. Wie ist es bei meinem Kollegen passiert? So, reicht vollkommen. Der Schlitten ist jetzt quasi fertig. Wir haben jetzt quasi die Kontaktstellen geschmiert. Wir haben die Innenseiten, wo der Schlitten langläuft, geschmiert. Und beim Hopper, weil da halt Abrieb bekommen vom Abnehmen des Schlittens immer. Beim Nozzle, das ist jetzt noch ziemlich trocken, weil wir hier auch kein Öl brauchen. Wir nehmen jetzt noch etwas Silikon und packen dies in die Nozzleöffnung, ganz bisschen nur, weil wir dort hier auch eine kleine Gummidichtung haben. Diese wird zwar nie wirklich undicht, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, von daher etwas Silikon da rein und den gut ist. Gut, der Schlitten ist jetzt fertig, den können wir beiseite legen und wir machen weiter mit dem Griffstück. Wir haben jetzt hier unten keine Gummidichtung mehr, das heißt, wir brauchen kein Silikon. Wir fetten jetzt noch die Kontaktstellen, das wäre halt hier. Hier mache ich auch noch immer etwas Fett, weil ihr seht, hier ist etwas Abrieb in die Innenseiten, wo der Schlitten langläuft und etwas auf die Hammer-Unit. Einfach nur leicht drüber streichen, da braucht ihr jetzt nicht krass Öl reinklatschen in die Hammer-Unit. Hier vorne müssen wir kein Öl machen, weil hier der Schlitten nicht wirklich aufliegt. Ihr seht es auch quasi, wenn ihr mal genau hinschaut, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht einfangen, dass wir bei diesem Kunststoff fangen, langsam an solche Schliere zu kommen vom Lauf. Ganz vorne haben wir gar nichts. Der Schlitten läuft hier nicht wirklich auf, deswegen brauchen wir hier kein Öl, beziehungsweise das Öl kommt halt von hier automatisch mit. Das ist auch der Vorteil, wenn man Ballistol nimmt, beziehungsweise Spray nimmt, weil da das Öl halt automatisch in die Ritzen reingeht und wir es nicht manuell jedes Mal auftragen müssen. So, ich fette jetzt eben nochmal kurz und dann zeige ich euch das Ergebnis. Noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr eine Stelle habt, wo ihr selbst mit dem Wattestäbchen nicht reinkommt, das wäre bei mir hier vorne, dann nehmt einfach etwas Ballistol, halt die Waffe waagerecht, sprüht etwas da rein, nehmt ein Wattestäbchen, haltet das ans Ende und lasst die Schwerkraft für euch arbeiten. Das überschüssige Öl läuft jetzt in meinem Wattestäbchen, wird aufgesaugt und das, was halt nicht lang läuft, ist halt schon jetzt in der Ritze drin und ich muss ja halt nicht mehr nachfetten. So, das gleiche mal auf der anderen Seite. Gleiches Prinzip. Kurz reinsprühen, waagerecht halten dabei. So, ans Ende halten, Schwerkraft arbeiten lassen. So, damit kann man wunderbar Ritzen fetten. Okay, wir haben jetzt beides gefettet. Wir können jetzt noch mal kurz mal auf den Schlitten schauen. Wenn wir zu wenig Öl genommen hätten, dann wäre das Glitzern jetzt quasi sehen können wieder weg. Dies ist hier auch nicht der Fall. Das heißt, wir haben hier genügend Öl. Gleiches schauen wir auch mal hier beim Griffstück. Es glänzt noch schön, das heißt, wir haben genügend Öl verwendet. Sollte das sofort trocken werden, dann müsst ihr nochmal eine zweite Schicht nachlegen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier halt
Schlitten auflegt, die Kontaktstellen gefettet, die Laufrillen mit dem kleinen Trick und ein bisschen auf der Hammer-Unit. So, jetzt packen wir quasi die Waffe wieder zusammen. Wir sind aber noch nicht fertig. So, die ganzen Fingerabdrücke mit Ballistol können wir nachher entfernen. Sollte man entfernen, weil solche Waffen sehen hässlich aus. Das machen wir aber gleich. Wir haben noch einen weiteren Kontaktpunkt, das seht ihr schon hier vorne. Das ist quasi beim Hülsenausrufsfenster. Denn hier geht quasi das Hop-Up und der Außenlauf, beziehungsweise Schlitten, haben hier etwas Reibung. Je nach Waffe geht die Reibung oder der Kontakt beim Hülsenausrufsfenster weiter, mal tiefer. Bei mir ist es quasi genau bis zur Hälfte. Manchen Waffen ist es der ganze Hülsenausruf, bei manchen nur ein Viertel. Ich zeige euch mal kurz, wie ihr es rausfinden könnt. Und zwar nehmt ihr auch hier wieder etwas Ballistol auf ein Wattestäbchen. So, und wir fetten jetzt quasi die Waffe nicht längs, also das ist quasi eine Linie ist mit dem Lauf, sondern quer. Quasi einmal komplett durch, mit der gleichen Bewegung. Dann seht ihr nämlich solche kleinen Schlierspuren halt im 90-Grad-Winkel zum Lauf. Nicht vergessen diese Kante. Dort ist auch Verschleiß. So. Wenn wir jetzt den Schlitten repetieren, mehrmals, dann werdet ihr feststellen, dass die Schlieren, die ihr vorher im 90-Grad-Winkel auf einmal zur Waffe werden. Und dort, wo quasi diese längst wieder auf den 90-Grad-Winkel wechseln, das ist der Punkt, wo der Kontakt aufhört. Wie gesagt, bei mir ist das bei der 5, also kurz bei hinter der Hälfte. Wir haben jetzt natürlich jetzt hier ein bisschen viel Öl drauf gemacht, deswegen nehme ich jetzt einfach hier nochmal kurz ein Taschentuch. Das überschüssige Öl machen wir hier gerade nochmal weg, denn dort kann sich halt Dreck wunderbar fangen. Wenn ihr beispielsweise jetzt einen Cooldown bekommen solltet, dann würde das ganze Öl, der ganze Dreck quasi in die ganze Waffe katapultiert werden. Ihr habt überall dann Sand, was ihr beispielsweise vorher dort hattet, wo eigentlich kein Verschleiß ist. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr die Stellen im Schlitten, hier beispielsweise hier die Schraube, dass ihr dort kein Öl hinpackt, weil dann kann sich hier wunderbar Dreck fangen. Und das kann halt dann beispielsweise zum Nozzle wandern, dann geht es in den Lauf und ist euer Lauf dreckig. Apropos Lauf, ich habe dies jetzt im Video nicht gezeigt, weil ich habe dazu ein extra Video gemacht, wie man den Lauf reinigt. Bei der Gelegenheit, wo die Waffe zerlegt, solltet ihr auch mal den Innenlauf reinigen. So. Wir nehmen jetzt hier wieder unser Wattestäbchen, sprühen da ein bisschen drauf. Und wie gesagt, bei mir ist es jetzt so, bis zur Hälfte mache ich Ballistol. Bis zu 5. So. Das gleiche auch in der Kerbe. Genauso weit. Ich repetiere den Schlitten häufiger, damit quasi das Öl, was ich hier drauf gebe, auch in den Schlitten gehe, quasi auf der Innenseite. Das ist jetzt quasi. Also hier. Ihr könntet da auch Öl machen, wenn ihr die ganze Waffe zerlegen würdet, aber das finde ich gerade ein bisschen unschick. Wir machen jetzt quasi die schnelle Reinigung, was man immer machen sollte nach dem Spiel. Aber das Tool wird leer. So. So ein bisschen wenig. Okay, wir sind fast fertig. Wir nehmen jetzt, wir haben noch eine Stelle, die wir nicht gefettet haben, und das ist der Außenlauf. Wir nehmen jetzt auch hier mal ein neues Taschentuch, das andere wird schon langsam ein bisschen durchgesifft. Und auch hier entfernen wir erstmal das restliche Öl, das geht ziemlich leicht beim Außenlauf. Wir brauchen übrigens hier bei schnellen Reinigungen nur da entfernen, wo wir auch drankommen. In den nächsten Videos zeige ich euch, wie man eine komplette Reinigung macht, quasi, wo man alles zerlegt und wie auch an jedes Teil kommt. Das müsst ihr jetzt nicht bei jeder einzelnen Reinigung machen, es reicht, wenn ihr diese Schritte macht, die ich euch gerade zeige. Nach jedem Spiel und die große Reinigung, die nachher kommt in einem weiteren Video, dann vielleicht so, ja, alle 2 Gasflaschen. So, der Lauf ist jetzt trocken, bloß nicht den Schlitten vermutlich, ansonsten wird das so voll Silber. Wir nehmen jetzt auch hier wieder Ballistol, aber diesmal auf den Finger, denn das ist eine größere Fläche und da brauchen wir kein Wattestäbchen. Ballistol ist hautverträglich, das schadet also nicht. So, und jetzt schmieren wir quasi mit dem Finger den Außenlauf ein. Passt auf, dass ihr kein Ballistol in den Innenlauf bekommt,
Also nicht so drüber streichen, sondern immer Außenkante. Wenn ihr denkt, ihr habt etwas zu wenig, einfach nochmal kurz einsprühen. Und drüber. Jetzt kann man mal gucken, quasi beim Spring Guide. Wir haben hier etwas Öl drauf, das sieht man jetzt nur, glaube ich, nicht so gut. Das ist quasi das Zeichen, dass wir eben genügend Öl auf die Feder gemacht haben. Denn das muss nicht komplett ölgesifft sein. Ein bisschen reicht da vollkommen aus. Beim Außenlauf kann ruhig mehr Öl drauf, weil da halt ein großer Punkt ist, wo Verschleiß ist. Ist jetzt nicht schädlich, sag ich mal, nur es sieht erstmal ein bisschen kacke aus, finde ich. Und das Risiko ist halt, dass diese Metallspäne vom Außenlauf nach in die Hobbybühne gelangen oder in den Innenlauf, beziehungsweise halt in das ganze System. So. Jetzt reinigen wir Waffe nochmal kurz von außen, denn wie ihr sehen könnt, ein bisschen das ins Licht hält, haben wir hier überall Fingerabdrücke mit Ballistol und sowas. Sieht einfach unprofessionell aus und sieht kacke aus. Deswegen nehmen wir jetzt hier nochmal ein neues Taschentuch und gehen quasi am äußeren Schlitten lang. Pass auf, dass das Öl beim Hülsenauspufffenster nicht dann wegrubbelt. Die Waffe ist jetzt quasi neu gefettet. Wir können jetzt auch mal gucken, wir spannen die Waffe. Und wenn wir jetzt den Schlitten nach hinten ziehen, das sollte ohne Widerstand gehen. Und wir sollten kein Metall kratzen hören. Wenn ihr Metall kratzen hört, nochmal die Stellen neu fetten. Und sobald ihr Widerstand merkt, solltet ihr nochmal reinigen, denn dann habt ihr quasi Dreck, was den ganzen Schlitten behindert. Ich habe jetzt hier keinen zusätzlichen Widerstand. Ich habe auch keine Metallkratzen. Das Einzige, was man quasi hört, ist, wenn der Außenlauf quasi nach vorne geht. Aber das ist vollkommen normal. Was ich jetzt auch gerne mache, ich nehme das Magazin, lade es einmal und gebe ein bis zwei Schuss ab. Einmal zu gucken, ob die Waffe funktioniert. Nicht, kann ja sein, dass ich beim Zusammenlegen einen Fehler gemacht habe. Und durch den, ich sag mal, Gasdruck und durch das schnelle Repetieren geht das Öl nochmal in die Ritzen rein. Von daher prüfen, keine Kugel in der Kammer, keine Kugel im Magazin. Zwei Schuss. Alles funktioniert. Damit haben wir jetzt quasi noch das Öl noch gut verteilt. Das Magazin ist weiter jetzt im Pflegemodus. Das kann man jetzt so weglegen. Ich empfehle euch, die Waffe, aber auch die Magazine in einem beschlossenen Behältnis zu tun, denn dort habt ihr quasi nicht die Möglichkeit, dass Staub oder wenn ihr Tiere habt, halt Hunde oder Katzenhaare, quasi dann jetzt an das Öl kommen und sich das dann quasi dann fängt. Ja, das war's dann quasi mit dem Video, wie man eine GBW richtig pflegt und wenn ihr dieses Verfahren anwendet, was ich euch gerade gezeigt habe, dann könnt ihr so etwas hier verhindern und eure GBWs werden lange funktionieren. Guckt, das meine ich. Das funktioniert kein bisschen mehr, der bleibt sofort hinten hängen. Ja, so können eure GBWs lange leben. Ihr werdet viel Spaß mit den Dingern haben. Wenn ihr jetzt feststellt, boah, ich habe da gar keinen Bock, das Ding jedes Mal so zu fetten, dann muss ich sagen, Finger weg von GBWs, entweder auf NBBs, wobei da habt ihr auch Pflege, aber nicht so krass wie bei GBWs, weil ihr dort weniger bewegliche Teile habt, oder geht einfach auf AIPs, habt ihr sowas gar nicht. Ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video. Ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.